Sehr viele geschrieben, wie es weitergeht bei Instagram und Co., was der an Zeit macht. Jetzt sind wir in dem M3. Da ist schon mein Lieblingsauto. Gleich Zeit messen. 1, 2, 3. Eine Sache gibt's noch, was mich sehr, sehr stört. Herzlich willkommen zu einem weiteren Video der Firma SG Remscheid. Wir sitzen gerade in einem Lamborghini Urus. Ich wollte eigentlich zu dem Auto was drehen, aber das wird leider, oder was heißt leider, ich möchte das ein bisschen schöner mit dem Lamborghini-Video machen. Also sprich, da möchte ich auch ein bisschen mehr Zeit haben für die ganze Geschichte. Deswegen haben wir kurzhand noch was überlegt. Mir haben sehr viele geschrieben, was nur mit dem M3, wie es weitergeht. Kann ich so jetzt nicht sagen. Der M3 ist für mich normalerweise fertig. Also viel mehr wollte ich jetzt nicht dran machen. Ich wollte ja auch ursprünglich keine Leistung machen. Da bin ich auch immer noch gleichen Stand. Also leistungsmäßig wollte ich da nichts machen. Aber was mich viele gefragt haben über Instagram und Co., was der an Zeit macht. Und welche Zeiten der 100, 200 fährt. Weil ich bin auch bis jetzt nicht dazu gekommen. Wir haben es probiert, ja. Aber leider war es vom erstmal Wetter nicht möglich und Stau bedingt, oder es war viel zu voll auf der Autobahn, und ich möchte da jetzt auch nicht irgendwie eine blöde Messung machen auf Krampf. Also wir würden gerne kurz Zeit messen mit unserem Messgerät, und vielleicht machen wir noch ein zweites Video. Doch, wir machen ein zweites Video, nicht vielleicht. Auf jeden Fall fahren wir zu dem lieben Franz Simon. Genau, von Simon Motorsport. Und er hat auch so ein Auto noch nicht live gesehen. Dass wir ihm das Auto auch mal darüber bringen, dass er das Auto mal sehen kann. Und wollten mal so eine Eingangsmessung eventuell machen. Ich weiß es nicht, wie wir das jetzt an dem Tag machen, tun. Ob wir die Kamera mitnehmen oder nicht, das müssen wir noch abklären. Jedenfalls fahren wir jetzt in die Firma, holen den M3 ab, lassen den Urus da stehen. Wie gesagt, zu dem Urus kommt auf jeden Fall noch ein Video. Ein schönes Video, denke ich. Ja. Und halt ohne Kampf, ne? Also ich will da nicht zeitlich begrenzt sein, weil ich muss noch gleich zum Termin. Wir haben heute Freitag. Es ist übrigens Bayram bei uns. Das stimmt. Und das Video müsste Sonntag rauskommen, ne? Ja. Ja, dann Happy Bayram. Nachträglich. Ja, stimmt. Anders kann ich es jetzt nicht formulieren. Ja. Freitag, Samstag? Nee, Sonntag ist schon wieder kein Bayram. Nee. Happy Bayram auf jeden Fall. So, gut, dann fahren wir jetzt in die Firma kurz. Holen den M3 ab. Perfekt. Oder? Ja. Super. Dann schwing rüber, ja? Okay. Okay. Jetzt sind wir in dem M3, haben noch mal kurz getankt. Üblich, typisch, Harun. Immer mit Reserve stehen lassen. Ist schon mittlerweile so eine gewisse Kultur, ja? Lange Rede, kurzer Sinn. M3 ist schon mein Lieblingsauto, muss ich ehrlich sagen. Ja? Ja, das Auto macht mir so einen Spaß, das ist unfassbar. Ohne Witz, ich habe lange Zeit viele Autos gefahren, aber das Auto tut es mir irgendwie an, ich weiß nicht warum. Ob dieser Spaßfaktor, ich kann es dir einfach nicht sagen. Dieser Drift-Modus, alleine die Features, was das Auto hat. Ja, okay, das stimmt schon. Ja. Was soll man dazu noch sagen, oder? Ja. Auf jeden Fall, also ich habe mit dem Franz telefoniert, wir möchten das auf jeden Fall angehen. Dass wir da mal Zeiten messen, auch mit ihm, und definitiv Leistung messen, ob das Auto auch das hat, was angegeben ist. Ich sag, das Ding steuert auf jeden Fall nach oben, oder das Ding hat punktgenau die Leistung, da bin ich mir ziemlich sicher. Ja, wir fahren jetzt das Auto mal erstmal warm, aber in der Zeit können wir ja über einige Themen noch mal sprechen. Was werden wir noch an dem Auto machen? Also,
Ich bin mir nicht sicher, aber da sind so ein paar Sachen noch im Kopf. Ich hatte mir überlegt, das Auto nochmal folieren zu lassen. Ja. Eigentlich ist schwarz immer schon meine Wunschfarbe. Ich bestelle ja auch meine Autos immer in schwarz. Oder wenn wir was bestellen, bestellen wir in schwarz. So, ich bin zwar happy, wenn ich mal ein Auto habe, der relativ bunt ist, aber bei so einem M3 mit dem Front, also Neuwagen würde ich jetzt nicht unbedingt in verschiedensten Farben bestellen. Würde ich mich, weiß ich nicht, sehe ich mich nicht drin. Wenn ich aber ein gebrauchtes Auto kaufe, in so exotische Farben, dann würde es funktionieren. Dann hätte ich auch Spaß daran. Das Auto gefällt mir wirklich 100% so, wie es ist. 100%. Eine Sache stört mich doch noch, dass er noch etwas zu hoch ist in meinen Augen. Vorne auf jeden Fall. Ja. Aber da bin ich jetzt gerade dran. Entweder Gewindefahrwerk, komplett Gewindefahrwerk. Ich weiß nicht, von welcher Hersteller. Aber Gewindefahrwerk wird es wahrscheinlich sein, wenn das alles so alles andere passt. Ja, leistungstechnisch kommt da nichts. Da werden wir nichts machen. Oder bis jetzt war es halt so. Ja. Aber wenn ich jetzt bei Franz bin, ist auch keine Garantie für, dass ich da nichts machen lasse. Aber ich bin mal gespannt. Ich möchte jetzt nicht zu viel spekulieren, auch nicht zu viel sagen, was wir machen oder nicht machen. Das kommt am Ende immer ein bisschen blöd, ne? Aber man muss dazu sagen, die Felgen stehen dem sehr, sehr gut. Ja. Ist ziemlich konkav. Also für ein werkseitige Felgen oder bei einem originalen Auto solche Felgen drauf zu machen, Respekt. Hätte ich nicht gedacht. Also, dass die so ausschauen. Insgesamt bin ich auch zufrieden. Ich würde jetzt gerne mal gleich Zeit messen. So, fangen wir an. Auf die Plätze, fertig, los. Jetzt geht es aber berghoch ein bisschen, ne? Ja, ein bisschen berghoch, 8,4. Erster Lauf. 8,4, aber das ging berghoch, ne? Ja, das Stück ging berghoch. Wir müssen jetzt eine super Stelle finden, wo wir mal wirklich schön Gas geben können, gerade Fläche. Ja. Okay, 1, 2, 3. Das so 7,7 hin. Ja. Die sind zu zweit. Also, was ich bis jetzt gelesen habe, die beste Zeit hatten Leute gehabt mit 7,5. 7,5? Ja. Wir können jetzt 100, 200 machen. Ja. 1, 2, 3. Jetzt ist mal geil zu wissen, was bei dem Franz rauskommt. Das stimmt. Ja, also, da kann man es ja auch mal ein bisschen vergleichen. Weil bei ihm weiß ich, dass die Autobahnen bei denen 40 Grad sind. Mhm. Nicht wie hier bei uns. Ja, wir haben halt leichte Kurven gemacht. Richtig. Wir haben die ganze Zeit leichte Kurven. Und ja, 7,6 schon geile Zeit. Ja. Alter. 7,6? Kannst du nicht meckern, ohne Scheiß. Wir fahren wieder zurück und dann steige ich mal aus. Dann machen wir mal noch ein paar Detailvideos oder beziehungsweise zeige ich euch das Auto mal von außen im Detail, vernünftig, was wir bis jetzt gemacht haben, was mich eventuell noch ein bisschen stört oder was ich gerne noch hätte, mhm. Würde ich dann noch mal ins Detail gehen. Ja, dann würde ich mal sagen, bis gleich. Ja? Ja. Alles klar, dann bis gleich. So,
Wir haben mal schön einen Stellplatz gefunden. Das stimmt. Ja? Ja. Also wir wollen ein bisschen ins Detail gehen. Bei dem Auto ist Folgendes. Ihr könnt uns da ein bisschen helfen. Ein paar Empfehlungen geben oder Ideen, was wir so machen können. Habe ich ja schon bereits erwähnt. Ja. Ich wiederhole mich wieder mal gerne. Das wird auch in den nächsten Zeiten so sein. Wie gesagt, wir sind ganz neu in der Sache. Ich weiß nicht, was ich da loslabere manchmal. Und habe Angst, dass ich irgendwas vergessen habe. Ist leider nicht so. Ich wiederhole mich einfach nur. Also nimmt es nicht so ernst, ja? Das Ganze. Also, der M3 ist eigentlich seriennah. Mhm. Wir haben zusätzlich, wie ihr schon in den letzten Videos gesehen habt, die Performance-Lippe vorne verbaut oder verbauen lassen. Und hier das Seitenstück aus Carbon. Tiefer gelegt ist er. Spurplatten haben wir drauf. Hinten schaut mega aus. Wie gesagt, ich will jetzt nicht nochmal eingehen, warum wir die Performance-Teile nicht machen lassen haben. Mhm. Das wisst ihr bereits. Und ich bleibe bei meiner Meinung. Das Auto steht aktuell sehr, sehr gut da. Mir gefällt einfach alles an dem Auto. Was mir eine Sache vielleicht nicht so 100% gefällt, ist die Kombination zwischen den Hinterrädern und Vorderrädern. Vordere Räder haben mehr Querschnitt als die Hinterräder. Und halt 1 Zoll kleiner, ne? Das merkt man schon extrem. Vom Fahren her unglaublich schön. Also wenn du mal jetzt drauf achtest, das sind 285, 30, 20 Zöller. Mhm. Schau mal von hier bitte, wie die Felge konkav geht, ja? Hier, genau. Ja. Es ist sehr konkav. Vorne, was krass ist, ist auch konkav. Aber 1 Zoll kleiner. Kannst du auch mal hier zeigen? Was aber optisch jetzt nur das Problem ist, dass wir hinten 30er Querschnitt fahren, vorne 35. Die Felge ist 1 Zoll kleiner und wir fahren hinten 275 und hinten 285. So, normalerweise, also vom optischen her, müsste hier, wenn hinten 285, Pi mal Daumen, 265, 255, 30 oder 35, 20 Zoll normalerweise. So, ist nicht gegeben. Ich habe viel recherchiert, ich habe geguckt, was können wir drauf machen. Also bei so einem Auto möchte ich jetzt ungern andere Felgen drauf machen. Ich bin eher so der Freund von am liebsten so original, aber geil, weißt du? Mhm. Muss schon cool aussehen, es muss stimmig aussehen. Die Niere vorne, da muss ich mal eigene Meinung mal machen. Mittlerweile gefällt sie mir. Mir stört es nicht, auf gar keinen Fall. Überhaupt ist, nicht. Also schau dir das einfach an, ne? Das sieht schon böse aus. Sieht schon mittlerweile in meinen Augen top. Aber da gibt es nichts zu meckern. Nee. Was mich auch noch ein bisschen stört, was hinzukommen könnte, also ich hoffe, das machen die bei einem Facelift-Modell oder so. Die Motorhaube, okay, das passt jetzt in dem Moment, aber ich hätte es liebend gerne, dass hier, wie bei dem alten E92 M3, hier quasi so ein bisschen rauskommt. Ne? Das sah bei dem E92 M3 sehr, sehr gut aus. Oder was sagst du? Ich finde das Auto, ich sag wenig, also selten zu einem Auto, dass es wirklich ein Komplettpaket, ein sehr gelungenes Auto geworden ist. Eine Sache gibt es noch, was mich sehr, sehr stört. Ja? Rückfahrkamera. Echt? Doch, das gefällt mir gar nicht. Ach jo, okay. Also bei denen hätte ich mir gewünscht, dass Rückfahrkamera sich quasi irgendwo da drin versteckt. So da drunter versteckt hätte, ne? Ja. Also wenn man jetzt den Rückwärtsgang reintut. Ja, okay, sieht man schon. Oder den Rückwärtsgang einlegt, dass es dann so quasi rauskommt, ne? Mhm. Bei vielen Modellen ist das auch gegeben. Weil so, ganz ehrlich, wenn du im Regen oder irgendwo fährst und dann willst du mal Rückwärtsgang einlegen, keine Chance, du siehst gar nichts. Es sieht auch so ein bisschen nachgerüstet aus, so als wäre es... Ein bisschen, ja. Ja. Ist aber nicht. Ja. Was mir noch sehr, sehr gefällt, aber darüber brauchen wir... Oh, das ist sehr dreckig. Die Sitze, ne? Ja, okay, das ist aber auch... krank. Sind aber auch wirklich sehr bequem, ne? Nur du hast gesagt, man schwitzt gerne am Rücken. Ne, jetzt mittlerweile nicht mehr. Ich bin im Abnehmphase.
Ah, okay. Hab gerade auch Hauptsache Adana gegessen, ne? Ja, ja, klar. Abnehmphase. Ja, liebe Leute. Das ist Stand der Dinge mit dem M3. Viel mehr können wir dazu nicht sagen. Also unser Messgerät sagt 7,6. Und ich denke, wenn ich jetzt alleine fahren würde oder Marlon mal fahren würde, würde es schon einen Unterschied machen. In diesem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen Sonntag. Bleibt alle gesund und hoffe, dass bald alles wieder lockerer ist, besser ist, sodass wir mit anderen Menschen kommunizieren oder beziehungsweise auch ein bisschen was mehr drehen können. Ne? Ja, das stimmt. Weil das ist gerade ja, so ein Punkt für sich, was wir nicht so durchhauen können bei jedem. Alles klar, dann bis bald, bis zum nächsten Video. Alles Gute. Ciao.